Hallöchen, ihr Lieben, Sebastian hier von DevMore Models. Willkommen zu einer neuen Ausgabe für den Unimog 496 mit der Ausgabe Nummer 23. Ja, wir werden heute die nächsten Bauteile hier am Leiterrahmen befestigen. Und zwar, wie ich im letzten Video schon angekündigt hatte, werden hier noch Teile angebaut am sechsten Querträger, der noch nicht fest ist, sondern nur eingesteckt. Und was genau, wir werden mal kurz reinschauen, und zwar die beiden Hinterfederböcke werden zusammengebaut, am Rahmen angebracht. Die zwei Halterungen für den Kraftstoffbehälter finden ihren Platz auf der rechten Seite des Leiterrahmens. Wenn euch das Ganze interessiert, was ich hier auf dem Kanal treibe, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. So, als erstes schauen wir uns kurz die Teile an. Wir haben jetzt hier die, sind das die für den Tank? Ja, das sind die zwei Halterungen für den Tank. Die brauchen wir zum Schluss der heutigen Videofolge. Dann haben wir hier die zwei Federböcke, ne? Die bauen wir gleich hinten an. Dann hier zweimal aus Plastik zwei Zylinder, Schrauben DMIM und Gepäck. So, okay Leute, dann schauen wir mal. Wir sollen als erstes hier mal den Zylinder hier einmal durchführen. So, und dann haben wir jetzt hier jeweils auf rechts und links von diesem Federböcken hier so ein Schraubloch, und der Zylinder hat hier ebenfalls so ein durchgängiges Loch drin. Das heißt also, wir stecken das jetzt hier einmal so durch, gucken dann, dass das Loch hier genau drüber steckt, ja, und machen das dann beidseitig mit GP-Schrauben fest. So, na, bleibst du wohl da? Okay. So, wir können das hier ruhig vorsichtig anziehen, denn das Ganze lässt sich hier immer noch super drehen. Für den Fall, dass es später noch mal wichtig wird, das etwas bewegen zu müssen. So, dann drehen wir das Teil einmal rum und wiederholen den Arbeitsschritt hier auf der Seite. So, machen da ebenfalls eine GP-Schraube rein. So, ich würde sagen, ich mache die andere Seite dann parallel, kurz hinter der Kamera. Das heißt, wir bauen jetzt diesen Federbock als erstes mal hier an. So, okay, ich habe jetzt hier glücklicherweise gerade den linken erwischt. Sehe ich nämlich jetzt gerade, dass hier L und R drauf ist. Ja, das ist ein bisschen schlecht zu sehen, weil die Farbe da etwas dick dran klebt. Aber macht ja nichts. So, dann haben wir am sechsten Querträger, ja, also der nicht fest ist, haben wir hier in der Hülse hier rechts und links zwei Stecklöcher. Und wenn wir uns dieses Bauteil etwas genauer angucken, ja, Scharfstellung, funktioniert ja wieder super. Dann haben wir hier ein Schraubloch in der Mitte und zwei Stifte, und entsprechend setzen wir das Ganze jetzt hier einmal so hinein, ja, und schrauben das jetzt hier mit einer IM-Schraube am Leiterrahmen fest. So, die braucht natürlich etwas Schmierung. So, also hier einsetzen und dann glücklicherweise hoffen, dass die Schraube auf dem Dreher drauf bleibt. So, dann schrauben wir das jetzt hier an. So, ne? Das war's dafür. Und jetzt gehen wir auf die rechte Seite des Modells, weil, wie gesagt, ich mache jetzt fix die Tankhalterung mit euch zusammen. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja, sollte.
Und zwar werden wir jetzt hier diese Träger noch hier an den zwei festmachen und an den zwei festmachen. Und dafür benötigen wir die DM-Schrauben. So, jeweils zwei Stück. So, das ist der eine und der andere kommt dann hier entsprechend hinter die oder hinter den vierten Querträger dann hier auf die Position, ne? So, wie gesagt, ich mache das jetzt hier gleich alles hinter der Kamera fix fest, ne? Und dann sehen wir uns zum Abschluss gleich wieder. So, ihr Lieben, das war's dann jetzt aber wirklich mit Ausgabe Nummer 23. Ja, eingebaut haben wir die zwei Träger für den Tank. Und hier hinten die zwei Federböcke mit den Zylindern hier unten dran. Ja, da wird wahrscheinlich hier, ich vermute es mal, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass hier später die Federn draufkommen und hier die Räder drunter sitzen. Denke ich, ne? Ob es so ist. Hier wisst ich und Technik beim Auto funktioniert nicht. So, hier noch ein kleiner Ausblick in die nächste Videofolge mit der Ausgabe 24. Da seht ihr schon, gibt es wieder schwarze Teile und zwar einmal den Schlussquerträger, eine Anhängerkupplung mit Bolzen und Puffer, Hebel, ein Lagerbock, eine Anhängersteckdose und noch eine Buchse. So, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß beim Nachbauen und sage daher jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ade.